Ich sitze hier am Eiskanal mit einem unserer Favoriten im Kanusport, dem Hannes Aigner. Hallo. Hi, servus. Die ganzen Leute hier werden dich natürlich anfeuern. Zu welchem Streckenzeitpunkt ist es dir wichtig, dass nochmal die Fans Vollgas geben, damit du dich nochmal pushen kannst und nochmal alles aus dir rausholen kannst? Ja, das ist meistens so in der zweiten Wettkampfhälfte, wo man merkt, jetzt wird es allmählich zäh, die Arme werden hart, jetzt muss man anfangen zu kämpfen und da ist es natürlich cool, wenn das Publikum dabei ist und einen mit runter anfeuert. Ich sitze hier mit einem wahren Promi, mit Ricarda Funk, der Olympiasiegerin 2020 in Tokio. Also für mich ist es besonders wichtig, dass ich am Start meine Ruhephase habe, denn da zählt wirklich Konzentration. Die ersten Schläge müssen zu 100% sitzen, aber so meistens ab Tor 4, 5, eigentlich kann man sich ganz gut merken, vor der Bogenbrücke, da kann es abgehen, kann es losgehen, da tut Anfeuerung wirklich gut. Und dann natürlich ganz wichtig nochmal im Zielsprint, wo dann wirklich langsam, ja, wo man aus dem letzten Loch pfeift, da tut es nochmal gut, wenn man ein bisschen Unterstützung von außen hat. Der Fokus ist natürlich schon bei meiner Fahrt, dass ich alles optimal durch die Tore treffe, aber man nimmt es schon wahr, dass außen gute Stimmung ist und das Publikum da ist und das beflügelt einen natürlich. Am Anfang dachte ich, boah, ich weiß ja nicht, ist glaube ich eher was für Jungs, ich möchte lieber tanzen oder reiten, also klassischen Mädchensport, aber dann saß ich auch einmal im Boden, ich fand es mega cool und bin auch super happy, dass ich mich damals für den Kanusport entschieden habe. Meine Eltern waren auch im Kanusport aktiv. Ich fand es als Kind schon immer spannend. Das Wasser hat mich fasziniert und da hat es dann natürlich nicht lange gedauert, bis ich selber mal im Boot saß. Und ja, nach und nach wurde es immer intensiver, immer mehr Training und dann kamen auch irgendwann die ersten Erfolge. Und ja, jetzt mache ich es schon eine ganze Zeit lang und habe die Freude dran immer noch nicht verloren. Bevor ich in mein Boot einsteige, bin ich oft hier noch an der Strecke unterwegs, schaue mir wirklich alle Tore ganz genau an. Oft schaue ich mir noch die Fahrerin vor mir an, um einfach auch noch aus den ihren Fahrten selbst vielleicht noch was zu lernen. Ist manchmal nicht ganz von Vorteil, wenn die einen raushauen, dann gerät man schon ganz schön unter Druck. Da muss man wirklich die Nerven beisammen halten, dass ich am Ende hier auch in eine Weltmeisterschaft fahren darf, an dem Ort, an dem wir sehr, sehr hart trainieren. Das ist schon irgendwo wirklich auch ein Traum und ich freue mich unfassbar. Ich bin hier auf dem Kanal groß geworden, habe hier so viele Trainingsstunden verbracht und das ist super, dass dieses Jahr der Jahreshöhepunkt hier auf meiner Heimstrecke ist. Eine besondere Freude auch, dass hier viel investiert wurde, viel saniert und wir jetzt wirklich eine wahnsinnig schöne Anlage haben.